Fußballturnier oder Familienausflug? V-Klasse? Vito? Sprinter als Mehrsitzer? Egal, was du vorhast bei uns, passen sie alle rein. Dein Mietwagen zum Discounterpreis. Am 17. Spieltag kommt es in der Dortmunder Kreisliga A2 zum Lünener Derby. Die SG Garmin hat den VfB zu Gast in 18 Aufeinandertreffen gegen der VfB Lünen 14 Mal als Sieger vom Platz. Und auch heute sind die Gäste leicht favorisiert. Sie stehen auf dem 2. Tabellenplatz, dicht gefolgt von Garmin, die Dritter sind. Und die Gastgeber in den roten Trikots von links nach rechts erwischen auch den besseren Start. Philipp Plöger mit der ersten Tornäherung knapp am Kasten vorbei. Doch auch in der Folge sind es die Garminer, die in einem highlightarmen ersten Durchgang die besseren Gelegenheiten haben. Philipp Plöger mit der bis dato besten Chance der Partie. Die Latte verhindert das 1:0. Wir springen in Halbzeit 2. Und da taut Lünen ein wenig auf. Die Gäste mit der bis dato besten Phase des heutigen Spiels für sie. Oliver Maifeld scheitert an Alisan Gaplan im Tor, der Gastgeber. Doch Lünen macht auch danach weiter Druck. Fabian Kowalski versucht es mal aus der Distanz, doch dieser landet in der 3. Etage. Und danach ist es wieder Garmin, die Partie langsam aber sicher übernehmen. Inzwischen befinden wir uns bereits in der Schlussphase. Es steht weiterhin 0:0 im Derby. Der aufgerückte Verteidiger David Damian Somiak scheitert erst am Gästekeeper, doch macht in der 80. Minute per Kopf dann doch das 1:0. Für ihn ist es das 3. Saisontor und er bringt seine Mannschaft dem Derby-Sieg natürlich ganz, ganz nah. Kurz vor Schluss dann nochmal eine Chance für Philipp Plöger, doch weil danach vom VfB Lünen nichts mehr kommt, bleibt es dabei. Der SG Garmin holt im 19. Aufeinandertreffen den 4. Derbysieg. Meine Stimme ist ein bisschen weg, aber mein Fazit ist halt, wir haben heute das Spiel im Griff gehabt. Wir haben auch verdient gewonnen nach Torchancen. War ein sehr, sehr intensiv zweikampfgeführtes Spiel und wir haben verdient 1:0 gewonnen. Und wie gesagt, war für uns sehr wichtig jetzt vor der letztes Spiel diese Saison, dass wir das noch gewinnen, damit wir in der Rückrunde also gut starten können, war wichtig heute gegen VfB, die waren ja über uns. Und deswegen, wir gucken auf den 2. Platz und deswegen, außer dem Derby-Sieg natürlich, was sehr, sehr viel Spaß machen wird, ist der 2. Platz für uns auch sehr wichtig und darum geht's. Für Garmins Trainer geht es also ohne Stimme, aber mit 3 Punkten in die Winterpause. 15 Tage vor der Bescherung beschenken die Gastgeber ihre Fans mit dem 2. Tabellenplatz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss Alltag. Hallo Freiheit. Wollen wir ins Meer oder in die Berge? Hauptsache Sternenhimmel zum Einschlafen und ein Stern auf der Haube. Weck den Camper in dir zum Discounterpreis.